Ule was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. Kann man wohl sagen, ja. At least he had found the stone again. And it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. Sieht das schön aus. Wir müssen mit dem Igel nicht schwimmen, ne? Oh, ist das schön. Entschuldigung, ich bin gerade ruhig, aber es ist so schön gemacht. Mit dem kleinen Igel. Wie süß. Kommst du hier hoch mit deinem dicken Popo? Nein, muss ich von hier aus zu Fuß weitergehen? Ich dachte, wir können jetzt auf den Igel reiten. Voll schön. Wenigstens hat ein Gnom überlebt, anscheinend. Oh, wie furchtbar. Und wir laufen über eine Sommerwiese. Oh! Oh, die Pusteblumen!
Kann ich die da irgendwie hintreiben? Will ich den aufwecken? Ich weiß nicht, aber er sieht nett aus, wenn er schon einen Blumenkranz hat. Ich weiß nicht, müssen wir das Wasser? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ertrinken wir jetzt. Vermutlich, wir müssen da hoch. Wo kommen wir denn da hoch? Das kann ja nicht so falsch sein hier, ne? Das ist süß. Eine Holzfigur. Kommen wir denn jetzt da hoch zu dem Großvater oder was das ist? Wir laufen mal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ducken wir uns auch mal. So, das geht. Ah, jetzt komme ich hoch. Und schon sind wir wieder im Dunkeln. Das sieht auch alles nicht so gut aus. Drin. Na gut, zum Retten sind wir jetzt gerade nicht. So, da war aber nichts drin, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wenn, dann konnten wir es nicht retten. Man kann nicht alles retten. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Und jetzt? Das ist wieder ein komisches Geräusch, ne? Oh Gott! Manchmal muss man einfach darauf vertrauen, dass da irgendwas ist.
Ich sehe nichts. Ah, okay. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Das ist ja alles nichts für mich. Oh, 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 oh. Fall nicht um, fall nicht um, fall nicht um. Okay, wie auch immer wir jetzt hier hochgekommen sind, ist mir recht. Oh, das war falsch. Das musste ja schief gehen. Und jetzt? Käfige, ne? Kannst du mal hier rumtrellwettern? So. Den will ich gar nicht rausholen. Ach, du liebe Zeit. Ein Wesen, das anscheinend Musik macht, das haben wir schon gehört, und damit andere Wesen anzieht, um sie zu essen oder so, weil es sieht nicht gerade freundlich aus. Also dieser Stein-Troll oder wie er hieß, der war mir lieber. Und ja, und dann bringt er sie um. Okay. Das dachte ich mir schon. Auch dieses Bild spricht für sich, okay? Oh. Ich glaube, die habe ich im Trailer gesehen. Schön. Geht mal lieber weg. Die snackt euch. Wer ist denn hier begraben? Oh, auch so ein Troll. Daneben! Lauf! Lauf, lauf, lauf!
mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, lauf! Oh Gott, sie kommt! Wer sie ist, ich weiß nicht. Lauf! Oh Gott! Immer noch hinter uns her. Oh, jetzt sitzt sie da. Oh Gott. Lauf. Lauf. Lauf schneller. Oh, fuck. Lauf. Lauf. Oh, oh. Alles klar, ja, wir müssen auf so einen Stein warten, ne? Oh, wow. Moment. Ja, hi. Hier. In his past life, Nekkin was a simple man that loved playing his violin, but the village did not appreciate his talent. People would frequently bully him, and the only soul that did not was a girl that Nekkin fell in love with. One day, the bullying and beatings became so severe that Nekkin's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Nekkin's melodies. His love was not spared death either. Devastated,
Nacken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow, where he still lures people with his deadly music. Super cool, dass man die Geschichten von den Wesen auch erfährt. Necken also. Total cool. Huch. Ja. Wenn man nicht mindestens dreimal jeden Tod gesehen hat, bin ich nicht zufrieden. Jetzt sind wir wieder in einem Traum, so sieht's aus. Der war ja gruselig. Die Geschichte dazu auch total cool.
closer and closer. He felt as if a darkness took hold of his heart. Hmm? And filled it with fear. Then, there was a light. Tuva was a light in the darkness. She had filled his heart with courage, and the stone with her radiance. The bramble covers all where darkness has taken hold, Tuva said. Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. Oh mein Gott, es ist so ein wunderschönes Spiel. Ich reiß mich auch so ungern los, ihr Lieben, aber ich habe gleich keine Zeit mehr. Es tut mir leid, ich muss bis zur nächsten Aufnahme warten. Für euch ist das natürlich gar kein Problem, weil eure Folgen kommen ja wie gewohnt. Aber ich muss euch leider nun verlassen. Und in der nächsten Folge gehen wir weiter mit Bramble, the Mountain King, und dem kleinen Ole auf dem Weg zu seiner Schwester. Und ich freue mich jetzt schon sehr drauf und ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin sage ich bis bald im alten Eulenwald. Passt immer gut auf euch auf, bleibt immer schön kuschelig und gehabt euch wohl.